Hallo, Deutsch, Oberstufe 4, Lektion 117. Heute machen wir wieder zum Abschluss unseren kleinen Vokabeltest. Wir beginnen mit die Trümmer. Wozu pörchon im Nida Trümmer. Das Trum, do igetziman, igo salchak, saturiagi, ilbanchogrunun, wozu pake Trümmer entstehen, wenn zum Beispiel ein Haus oder ein Gebäude zusammenbricht. Dann gibt es Trümmer. Auf Koreanisch sagt ihr dann, Tanhe geht's. Und die Presse. Kige. Hanun Kige do die Presse do igetziman. Ilsangsaengwal. Botonghanukimuro do die Presse ist natürlich das Fernsehen, die Zeitungen und so weiter. Die Medien. Metze geht'sman. Und nun geht's. Nummer 3. Die Manipulation. Jongo, Algo, Issumion, Amumunse do opcho. Manipulation, 그대로 영어로도 할수 있으니까, das ist dann 어떤 조작입니다. Manipulieren, ich manipuliere dich, sagt 역동사도 그대로 있죠. Nummer 4, die Satzung, 어렵죠? Pop equan han yagi. Die Satzung ist so ähnlich wie ein Gesetz, pop 이겠지만, aber pop du, pop 용이, 솔직히 말하면 조금 어색한 해석이겠지만, 사정은 쉽게 말하면, 동아리 먼저 생각해 보세요. Der Verein. 아니면 어떤 당, 이 파타이도 있겠지, 그죠? Verein, der Verein, 파타이는 요성이었지. Und 이 Verein, 이 파타이가 갖고 있는 규칙들, 1, 2, 3, 이렇게 하죠, 그죠? 그러면 어떤 당, 어떤 동아리의 헌법 같은 거. Das ist die Satzung. Vereinssatzung, Parteisatzung, 이렇게도 합체시킬 수 있어. 법인데 규칙 역할하는 법들, das ist die Satzung. Und 미술, 예술 이야기할 때는 zeitgenössisch라는 단어도 많이 보일 수 있죠. zeitgenössische Kunst, zeitgenössische Musik. 또 쉽게 말하고 싶으면 modern도 있어. Also modern 알고 있으면 zeitgenössischen 바로 현대구조, 현대적, 현대의 blablabla로 해석할 수 있겠죠. zeitgenössisch 반대말은 klassisch, 조금 나쁘게 표현하고 싶으면, 알트모디쉬. 유행하지 않는 옛날 느낌, 알트모디쉬, 클래식은 클래식. Und wieder umgekehrt, 돌파구, 개발, 연구할 때, 그죠? 돌파구가 조금 가면 이제 됐다, 그죠? 조금이라도 열심히 하면 이제는 성공이야. Dann sagt man, das ist der Durchbruch. Brechen halte der Bruch und Honghanun Yagi durch, geht's? Das ist ein Durchbruch. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Kurz vorstehen, im Backe, 그죠? 조금 있다가 올 걸. 조금만 하면 Durchbruch 될 걸. Dann, 초임자, 우리 앞에 있었던, 우리 전에 일했던 사람. Das ist dann der, vor und wenn sie gehen 사람. Gehen halt, 가는 사람, 보행자, 후스갱어처럼, 여기는 Vorgänger. 반대말은 나갱어는 안 되고, 우리 뒤에, 우리 후에 오는 사람, das ist dann der Nachfolger. Nachfolger. Und 어떤 이야기, 시간 순으로 정리하면, zeitlich, 같겠지, 뭘, 그래도 zeitlich는 조금 다른 의미가 있어요. 죽는 느낌이 있어요. 영원하지 않은 언젠가 죽어야 돼. 그래도 시간순으로 정리하는 것은 크로놀로기시로 하면 돼요. 크로놀로기시, 크르파룸, 크로놀로기시, 크로놀로기시, 슈로놀로기시는 없어요. 여기는 크파룸이 꼭 필요해. Und 암호 화폐, also 비트코인 같은 거. 비트코인은 무슨 돈? Das ist eine, 일단 돈은 währung으로 알고 und 이 암호 이야기는 크립토, 크립토 und währung. Bitcoin ist eine Kryptowährung. Und 실명, 반대말은 Pseudonym, 익명이겠지, 그죠? 그러면 실명은 잘 보일 수 있는 이름, 이런 느낌으로. Das ist der Klarname. Mein Klarname ist natürlich dann Matthias Kemper. 여러분이 이 이름 그대로 보일 수 있으면 Klarname이겠죠. Das war schon wieder für heute. Wir sind fast komplett durch. Als nächstes machen wir Lektion 118. 119, 120, also noch 3 Lektionen, dann haben wir es geschafft. Noch ein bisschen durchhalten, viel Spaß und Fighting. Dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss, tschüss.